Montagmorgen in Norddeutschland. Während es anderen Orten zu dieser Zeit eher beschaulich zugeht, scheint in dieser Gemeinde etwas Besonderes vor sich zu gehen. Ja, meine Damen und Herren, wir sind in Ovelgönne. Und in Ovelgönne ist an diesem Morgen so einiges los. Ja, wir haben hier den Ovelgönner Pferdemarkt in seiner ganzen Gesamtheit. Das sind viele einzelne Dinge, wie hier der Pferdemarkt selbst. Zum anderen im Ort das Volksfest und unsere Gewerbeschau, wie auch Flohmarkt. Das sind so Programmpunkte, die wir jedes Jahr hier abspulen. 15.000 Besucher jährlich zieht der Markt an und kann dabei auf eine lange Tradition zurückblicken. Ja, dieser Pferdemarkt ist gegründet worden als Pferdemarkt als solches von Graf Anton Günther von Oldenburg 1630. Und damals war eben die Pferdezucht, die Pferdevermarktung im Vordergrund. Heute ist es eben nur noch Volksfest. Wir haben noch Tiere hier drüben, aber die sind mehr zur Show heute da, zur Darstellung. Es wird auch noch gehandelt damit, aber relativ wenig, weil es heute das Pferd ist abgelöst worden vom Traktor. Das Pferd ist abgelöst worden vom Traktor und der Handel wurde abgelöst vom Feiern und Spaß haben, sich ausleben, das ganze Jahr darauf freuen, dass man zum Pferdemarkt gehen kann. Heute ist ganz besonders wichtig mein Junggesellenabschied. Ich bin Ovelgönner und für Ovelgönner ist das Pflicht, hier jedes Jahr herzukommen. Bier schmeckt, das Wetter hat sich halt statt heute Morgen ein bisschen wieder verholt, aber sonst ist alles okay wieder. Ich sag mal so, wir wohnen in Goldswan. Von Goldswan bis nach Mallorca sind es gut 2000 Kilometer und bis nach Ovelgönne sind es nur 5. Und deswegen fahren wir lieber nach Ovelgönne. Mallorca-Feeling mitten in der Wesermarsch. Der Pferdemarkt in Ovelgönne ist immer eine Reise wert. Wir reisen, wollen aus Alialo, wo keine sind, jawohl, da stehen.